Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit einer neuen Season, Song 21. Ja, Patch 7.1.0 wurde aufgespielt. Die Serverwartungsarbeiten haben ein bisschen länger gedauert, aber egal, wir gehen jetzt direkt rein. Ich fange mit dem Warlock an. Was sich alles geändert hat, etc., wird sich zeigen. Wir werden wahrscheinlich erstmal die erste Einführungsmission spielen. Und ja, sind einfach mal gespannt. Der Zeuge ist außerhalb unserer Reichweite. Jeder Versuch, ihm zu folgen, ist gescheitert. Doch es gibt Hoffnung. Auf Neptun erfuhren wir, dass der Schlüssel zum Sieg über den Zeugen auf Titan versteckt ist. Deshalb hat die Flotte des Zeugen bei ihrer ersten Ankunft dort Halt gemacht. Deputy Commander Sloan versuchte, auf Titan die Stellung zu halten. Doch der Zeuge übernahm die Kontrolle. Dann brach der Kontakt ab. Aber jetzt, wo wir ihn am meisten brauchen, ist Titan zurückgekehrt. Und genau in dem Moment erreichte uns eine vollkommen unerwartete Nachricht. An alle Hüter, die das hören. Hier spricht Deputy Commander Sloan mit einem Notruf. Ja, Destiny 2, Song of the Deep, Song der Tiefe. Los geht's. War 7,3 GB gerundet groß, der Patch, oder das Update. Ja, ist bei jeder Plattform ein bisschen anders von der Größe her, aber auf jeden Fall steckt anscheinend wohl etwas mehr drinne in der Season als in der letzten Season, hoffe ich zumindest. Weil Bungie dies ist eine Rettungsmission höchster Priorität. Wir haben auf einem Vorhutkanal ein Notsignal empfangen. Es stammt von Deputy Commander Sloan. Sie wurde zuletzt auf Titan gesehen, bevor er während der Ankunft der Pyramiden verschwand. Wir müssen den Herkunftsort des Notsignals triangulieren, Deputy Commander Sloan finden und sie da rausholen. Ich weiß, was du denkst. Aber Sloan ist eine der stärksten, belastbarsten Soldatinnen, die ich je kannte. Wenn das irgendjemand überlebt haben könnte, dann sie. Da bin ich mal gespannt. So, hoffentlich ziehe ich die richtigen Waffen mit, nicht, dass ich mich gleich selber über den Haufen schieße. Nehme ich erstmal was anderes rein. Zielort freigeschaltet, Neptun. Ja, cool. Da sind wir wieder, wir kennen es ja. So, ja, ich will mal kurz mal gucken, was ich noch andere Waffen reinnehme hier. Nicht, dass ich hier, wie gesagt, komplett vermassel. Obwohl, warte mal, nee. Das ist falsch, was ich hier mache, oder? Nee, ist nicht falsch. Komm, müssen wir ein bisschen nachdenken gerade. Machen wir es so. Gut, los geht's. Neue Mission, der Abstieg. Der Hüter ist gelandet. Ich bin bei unserer alten LZ. Kein Zeichen von Sloan oder Feinden. Rettungsteam, wie lautet euer Status? Commander, ich bin beim Flutanker nicht weit von dir. Er ist verlassen und ruhig. Das Notsignal ist schwach. Ich habe in der Neu-Pazifik-Arkologie einen Stützpunkt errichtet. Keine Schar in Sicht. Signalstärke hier ebenfalls schwach. Hüter, überquere das Schräg, um eine Satellitenschüssel auszurichten, damit wir Sloans Position finden können. Bleibt auf den Kanälen. Wir wissen nicht, was hier passiert ist. Oh oh. Besessene nähern sich mir von allen Seiten. Ja, mich überfallen sie auch. 10 bestätigte besessenen Angriffe in der Neu-Pazifik-Arkologie. Eiserne Kriegsbiester unterwegs. Langsam reizt sich hier mal, ne? Oh.
Team. Status. Alles geräumt, Commander. Minimaler Schaden. Der Flutanker ist sicher. Die Besessenen sind weg. Güter, erreiche die Anlage. Schneller. Und Angriff. Oh, was ist da hinten denn alles? Sieht nicht so gut aus. Ist das die Ausgestoßene? Hey, Leute! Hab gehört, ihr feiert eine Party. Und ich dachte, ich schau mal vorbei und sehe, woher der ganze Lärm kommt. Das ist eine Rettungsmission für Deputy Commander Sloan. Raus aus diesem Kanal. Oh, super. Sie schuldet mir einen Drink. Einen Drink? Ist echt so. Kurz Prozess mal, alles gut. Man darf jetzt aber hier auch nicht vergessen, das ist alles Recycle Map, ne? Die kennt man ja schon, weil Titan ist ja wieder da. Das ist alles hier nur ein bisschen kaputt und das war's dann auch. Der Rest ist alles so, wie es ist. Also man kennt es halt auch. Aber es ist halt ein bisschen verändert worden, die Map-Struktur, weil halt eben hier angegriffen wurde und ein bisschen was kaputt ist. Aber insgesamt kennt man das schon zum Teil alles. Na, wo ist denn? Versteckt er sich da einfach? Ist das irgendwie so ein Totem? Es nähern sich mehr Besessene. Ziehe mich ins Arkologie-Solarium zurück. Ich bin der Berg, an dem jedes Schwert zerschellt. Schleife deine Klinge an mir. Gute Frage. Nein. Okay. Sieht aber jetzt ganz gut aus. Das jetzt, aha. Sie dreimal machen, alles klar. Naja, so ein bisschen. Ich bin die Hand an deinem Hals. Dein letzter Atemzug. Du kannst mir nicht entkommen. Mehr Besessene. Sie kommen auf der Methanspülung. Ich halte die Stellung. Coole Synchronstimme übrigens. Was? Wie läuft das jetzt eigentlich mit den Gramm?
Wie kommt man jetzt hier eigentlich weiter? Hm. Naja, eigentlich hat sich das System ja geändert. Mal gucken. Ich erinnere mich, wie Sagira zerbrach. Sie war des Todes würdig. Osiris nicht. Bist du so schwach? Zeig dich! Kämpf gegen mich! Ich zerreiße dich mit bloßen Händen! Das ist mein Super nicht ready. Hier oben hoch. Ah, ja. Was ist denn rum hier? Wieso kann ich meine Super nicht einsetzen? Jetzt kann ich es einsetzen, oder? Ganz schön groß die Mission. Gefällt mir. Es war auch wieder nur stumpfes Rumgeballer wie immer. Wir kennen es immer nicht anders. Aber einfach ist auch mal gut, ne? Diese Stimme. Das war Xivu Arat. Ich kenne ihre Stimme nur aus Audiologs vom Untergang der Heimatwelt der Kabale. Sie ist zweifellos in der Nähe. Und wir sollten Vorsicht walten lassen. Ihr Einfluss war noch nie so stark. Wir müssen Sloan sofort finden und sie hier rausholen. Du bist fast bei der Anlage, Hüter. Geh weiter, los! Wohin jetzt? Die Sirenenwachkonsolen zeigen an, dass die Anlage keinen Strom hat. Hüter, du musst irgendwie die Energie umleiten und dann die Empfänger der Anlage ausrichten. Machen wir das doch glatt. Prozent reicht wohl noch nicht. Okay, die müssen also auf blau. Ja.
Hervorragende Arbeit. Die Systeme fahren hoch und Sloans Position ist... einen Kilometer weiter unten? Sie ist im Ozean? Dieses Meer besteht aus tödlichem Methan. Dort überlebt nichts. Ja, da wäre ich mir nicht so sicher. Hüter, die Karte des Riggs zeigt einen Ballastausgleichsschacht in deiner Nähe. Folge dem Signal nach unten und finde Deputy Commander Sloan. Ich stoße bald zu dir. Wo? Aha. Ab ins Wasser, wa? Ich bin jetzt am Tauchstartpunkt. Ich komme runter zu dir. Daraus wird nichts, Boss. Weißt du, wie hoch der Druck da unten ist? Er muss sofort da raus. Ich lasse nicht nochmal jemanden zurück. Das müssen wir auch nicht. Oh, oh. Okay, das reicht. Ich zieh dich raus, bevor du und dein Geist der Quetschgefahr zum Opfer fallt. Willkommen auf der Ausgestoßenen. Ich sorge unten im Technikraum dafür, dass wir nicht hochgehen. Zavala hat das Herz am rechten Fleck, aber Big Blue ist stur wie ein Ochse. Wir können auf diesem Mond nichts erzwingen. Der Untergang hat hier ein ganz schönes Chaos angerichtet. Die Schwerkraft ist in der Tiefe ziemlich verkorkst. Es gibt Lufträume und Orte, an denen du dich sicher bewegen kannst. Und andere, die dich komplett zerquetschen. Aber ich glaube, ich habe da was, was uns weiterhilft. Mit Aquagymnastik kenne ich mich aus. Probier mal diesen Prototyp aus. Der sollte dich vor dem Druck schützen. Ja, wenigstens ein bisschen. Na, bin mal gespannt. Und jetzt geh da raus. Ich sag dem Chef Bescheid. Rausgehen. Jetzt kann ich rein. Okay. Juhu! Ab ins Methan. Da habe ich schon angemacht. Wie kann ich hier... Hä, wie kann ich hier... Ich kann mich nirgendwo hochziehen. Ich kann nichts machen gerade. Ey, wie doof ist das? Mir jetzt runtergefallen? Ich kann das hier nicht weiterspielen, oder was? Ich muss hier... Ah, ich muss da lang, okay. Ey, der hält sich nicht fest. Boah, da krieg ich schon wieder die Krise, ne, bei sowas. Wie man es hört. Also das kann ich überhaupt nicht ab, sowas. Ich will doch hier kein Sprungspiel spielen. Oh. Es ist doch so witzlos. Ich komm da nicht hoch. Oh, warte mal. Hier ist ja immer höher. Höher. Hä? Hä, was ist das für ein blöder Scheiß, Mann? Ich verstehe gar nicht, was das soll. Alter, das gedauert, ey. Boah. Ja, nu? Also weiter runter. Alter. Oh, tut mir leid, aber ich habe scheiße gelaunt und dann noch sowas. Das sieht allerdings wieder sehr, sehr geil aus. Muss man dazu sagen. Das sieht schon ziemlich geil aus.
Hüter, du bist fast an der Quelle des Notsignals. Ich habe vom Vagabunden eines seiner Geräte erhalten. Ich stoße gleich zu dir. Das hat schon was. Oh, es nervt mich jetzt schon, dass man hier von Bubble zu Bubble latschen muss wegen dem Druck. Das ist nicht wirklich gut. Nee. Also mit dem Springen müssen wir noch besser hinkriegen, ey. Unter Wasser, ey, keine Ahnung, ey. Was soll das wieder? Sloan? Hier, Commander. Du bist am Leben. Die Mission war es, zu überleben. Und ich beende jede Mission erfolgreich. Deswegen hast du uns gerufen, Schwester. Bringen wir dich nach Hause. Ihr versteht das falsch. Der Notruf galt nicht mir. Einstiegspunkt Tauchbecken. Was ist das? Wo sind wir hier? Aha. Schon mal verwirrend genug. Was ist das? Eine Verbündete. Sie heißt Asa. Du kannst damit kommunizieren? Es ist kompliziert, Sir. Ich sehe Eindrücke, Gefühle, Ideen. Sie kennt den wahren Feind. Der Zeuge griff auch ihre Spezies an. Einzelne Konzepte sind schwieriger. Besonders jetzt. Und du bist immer noch du? Absolut. Mein Licht hält diese Korruption zurück, doch ich kann ein Flüstern hören. Forderungen. Als würde ich dem Feind über Funk zuhören. Wenn wir meine Verbindung zu Asa stärken könnten, könnte ich sie vielleicht trotz der Störung besser verstehen. Ich habe ein paar Ideen. Ich rechne das mal durch und melde mich dann. Sloan. Mir geht's gut, Sir. Und meine Nachbesprechung ist überfällig. Wie du willst. Wir treffen uns in der Helm. Cool. Riesenfisch. Sehr nice. Oder was auch immer. Riesen Alien eher. So, gehen wir mal kurz zurück zu Helm. Da kann man nicht einfach hier durch. Oder was? Was haben wir hier? Tut gut, wieder bei der Vorhut zu sein. Es ist eine Ehre, mit dir zu arbeiten. Nee, das kommt nicht an. Die Besessenen kamen schnell, nachdem Titan verloren war. Verdammt. Das ist die Story, glaube ich. Moment mal eben. Nee, das gehört, glaube ich, dazu. Oder? Nee, das ist jetzt was Falsches hier anmache. Song gesprochen, unter den Wellen. Okay, das wird wahrscheinlich dann die Hauptquest sein. Titan ist... Ah, jetzt sieht man sogar, wo der verlorene Sektor aktiv ist. Haha. Ja gut, okay. Moment.
Titan kann man echt nur über die Helme erreichen. Okay, sonst nicht. Gut, dann müssen wir doch mal mit ihr sprechen, mal eben. Tut gut, wieder bei der Vorhut zu sein. Es ist eine Ehre, mit dir zu arbeiten. Die Besessenen kamen schnell, nachdem Titan verloren war. Ich musste neu planen. Fliehen und zwischen Extraktionspunkten wechseln. Einen weiteren Tag überleben. Das war die Mission. Ich absorbierte etwas Besessenen-Korrumpierung, um ihre Comms anzuzapfen, wenn man sie so nennen kann. Meine Bindung zu Asa war dafür lebenswichtig. Sie hat mich beschützt. Jetzt ist Titan wieder da und die Mission eine andere. Wir brauchen mehr Infos über den Feind. Den Zeugen. Der Vagabund meint, er könnte Asa helfen, diese Infos zu teilen. Das Signal verstärken, um ihre Nachricht zu senden. Wenn er recht hat, dann wirst du Ausrüstung zum Tauchen brauchen. Glücklicherweise konnte ich ein funktionstüchtiges Set davon im Lager der Arkologie abgreifen. Wirf den Schrott weg, den der Vagabund dir gegeben hat. Die hier ist viel besser. Hm, kriege ich eine neue Uniform? Neues Set? Achso. So, unter Wellen. NPA, Repulsor, Regulator. Eigentlich funktioniert er einwandfrei, aber wenn nicht, wirst du es direkt merken. Okay. In die Tiefe, Schritt 1 von 39. Das ist die Quest von dieser Season. Die gehen auch direkt los. Aber das mache ich jetzt natürlich erstmal nicht. Tag auch, Held. Während du im Methan rumgeschwommen bist, habe ich am Meeresgrund etwas entdeckt. Es stammt nicht vom Titan. Ich habe das schon mal gesehen. Auf der Glykon, der Leviathan und auf meinem Schiff. Ein Organismus, der psychische Verbindungen formt. Wächst scheinbar wie Korallen in den Tiefen. Wir sollten es sammeln und damit Sloans Verbindung zu dieser Kreatur verstärken. Ich kann mein Gambit-Equipment anpassen, um das Zeug zu deponieren. Aber dafür brauche ich Teile aus dem goldenen Zeitalter. Zufälligerweise gibt es in der Arkologie haufenweise davon. Wenn du sie mir holst, bastle ich an der Bank rum. Wir müssen also nur, naja, runter in die Tiefen des Methanmeeres, um zu holen, was Sloan braucht. Und natürlich währenddessen nicht ertrinken. Das schaffst du locker. Na, was sagst du? Bereit für den nächsten Tauchgang? Ja, bleibt mir ja nichts anderes übrig, ne? Als zu tauchen. So, nehme ich gleich direkt an. Das ist die, wie gesagt, die Quest dieser Season. Hier gibt es die Beutezüge, Tiefen, hier gibt es die neuen Waffen. Natürlich dann alle nochmal Ruhe angucken, das muss ich dann alles nochmal machen. Er fordert Tiefenrüstungsset, okay. Hier ist auch noch hier einmal der Rang. Hier die Bolzen natürlich gleich direkt alle mit. Das müssen wir ja sowieso. Nehmen wir gleich alle mit. Alle auch, die wir kaufen können. So, dann haben wir das hier auch schon mal. Bergung Arena. Die Quest in die Tiefen. Schieße die Aktivität Bergung ab. Du kannst sie über Zielorte Menü in der Helm starten. Das machen wir dann. Ah, hier noch die ganzen Beutezüge noch. Warte mal. Das Artefakt haben wir jetzt auch. Da schalten wir erstmal alles. Ne, alles freischalten können wir gar nicht. Haha, ich habe außerdem falsch gedrückt. Nein. Na, macht nichts. Da haben wir die neue Waffe schon gekriegt hier. Das brauchen wir erstmal nicht. Das. Auch nicht, glaube ich. Die neue Waffe kann man dann nochmal testen hier. Gezielte Auslöschung. Mal gucken, wie die so abgeht oder nicht. Dann nehme ich mal gleich mal rein. Das andere können wir gleich mal kurz hier löschen. Song der Tiefe. Titanische Rückkehr. Ja. Was haben wir hier schon alles hier? Song-Artefakt. Egal, das machen wir alles dann noch. Ja, würde ich sagen, geht's gleich im nächsten Bild weiter mit der nächsten, also mit der Quest-Mission. Mal gucken, was wir da hinkriegen, was nicht. Bin selber mal gespannt. Und
So, kann noch kurz den Beutzüge rauskloppen. Noch hab. Nicht viele, aber ein bisschen. Und der Rest wird sich gleich zeigen, wie ich es fertig kriege, würde ich sagen. Artefakt, Freischaltung. Okay, dann nehmen wir das auch nochmal mit hier. Antibarriere. Aufhaltsam. Rest, das werden wir uns nochmal angucken hier, was es hier alles neue Sachen gibt hier diese Season. Ich sag, 12 Stück könnt ihr freischalten. Mehr da nicht. Ja, man kommt hier schon weiter. Plus 2 Bonus. Das ist schon mal schick. Wie gesagt, mit Spitzenausrüstung soll es eigentlich nicht mehr weitergehen. Eigentlich. Und sonst, ja, die Übersicht hat sich nicht geändert. Alle Planeten so wie sie sind. Nur, dass man halt hier den verlorenen Sektor sieht, wo der aktiv ist anscheinend. Okay, sehr interessant. Neue Exos gibt es hier auch schon. Aber das sehen wir alles im nächsten Bild. Ja, ich will gleich erstmal die nächste Mission wieder spielen. Und erstmal danke fürs Zusehen. Bis gleich, wenn es in die Bergung geht. Bis denn.